Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Was Gentechnik in unseren Produkten bewirkt, bewiesen wieder die Ergebnisse einer Studie des österreichischen Gesundheitsministeriums. Und zwar, gentechnisch veränderter Mais beeinflusst Organe und Erbgut und kann zu Unfruchtbarkeit führen. In Deutschland, unserem Nachbarland, fördert die Bundesregierung den Anbau von Genmais. Warum? Weil sie dessen Gefährlichkeit nicht kennt? Oder gerade weil sie diese kennt? 100% Durchwinkquote für Agrogentechnikanträge. Obwohl nur 6% der Deutschen die Agrogentechnik befürworten, wird kaum ein anderer Forschungsbereich derart unterstützt und gefördert. Um staatliche Fördergelder und Genehmigungen für Forschungsprojekte zu erhalten, geht man im Normfall einen mühsamen Weg. Doch Anträge an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit für den Anbau von genmanipulierten Pflanzen hatten bisher eine Durchwinkquote von 100%. Dies verwundert nicht, da selbst der ehemalige Leiter des BVL, Dr. Hans-Jörg Bug, den Abbau der Kontrolle über Gentechnikanbau fordert und in einem Werbevideo für die Gentechnikindustrie auftritt. Neben Dr. Bug gibt es erschreckend viele andere Personen, die, wie zum Beispiel Inge Bröhr, gleichzeitig in Forschung, staatlicher Förderung, Lobbyarbeit und in Genehmigungsbehörden für Anträge zu gentechnisch veränderten Organismen auf EU-Ebene aktiv sind. Doch recherchieren Sie selbst und machen Sie sich ein Bild von der dichten Verflechtung im Agrogentechnikbereich. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.